So, liebe Leute, wir sind wieder zu Gast in Pokémon Schwert. So, ja, da ich offscreen jetzt das Hauptspiel durch habe, geht es heute weiter mit dem DLC. Und jetzt ohne Unterbrechung durch bis zum Ende der Pokémon Let's Go Evoli. Ja, seit, ich glaube, Dienstag ist es gewesen, Montag, Dienstag, nachdem abgearbeitet ist, geht es heute weiter. So. Ja, jedenfalls können wir jetzt offiziell den Teil angehen. Eigentlich dürfte uns jetzt nichts mehr aufhalten. Ja. Und deswegen machen wir uns jetzt auf nach... Nicht nach Freestyle, sondern nach... Moment. Soll ich jetzt irgendwas verpasse, vergesse, wie auch immer? Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Warte mal, sind wir tatsächlich im Freestyle? Doch, eigentlich müsste es jetzt... Ja, doch. Eigentlich müssen wir jetzt im Freestyle zu Gast sein. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn alles so läuft, wie ich das gerne hätte... Ich glaube, in unserem Expeditionshaus wird der nächste Teil der Story weitergehen. Ich heile mal mein Team gerade. Ich hoffe zumindest. Es kann ja so sein, dass jetzt einiges... da hat noch ein bisschen was anderes passiert, aber eigentlich sollte jetzt... Oder war das im Bürgermeisterhaus? Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Eigentlich müsste es jetzt wieder hier oder im Bürgermeisterhaus. Kann aber sein, dass es jetzt im Bürgermeisterhaus weitergeht. Weil rein theoretisch... Nachdem wir diese Lauchstange hier aufgepickt haben, müsste es jetzt weitergehen. Hä? Jetzt entweder... Hell? Bin ich jetzt komplett lost? Ja, eigentlich müssen wir jetzt hier doch theoretisch weitermachen können. Sag mal, bin ich jetzt... Ich bin an den... Hä? Ah, da passiert etwas. Genau. Okay. Das ist das, was ich meinte, was ich euch jetzt neu zeigen möchte. Und zwar seht ihr diese Fußspuren hier, die ihr tatsächlich auch nur auffinden könnt, wenn ihr das Hauptspiel durch habt. Nicht so wie ich bei den letzten Aufnahmen, wo ich mir dachte, na, das schaffst du schon irgendwie so. Das ist ein Event, was ich aktivieren wollte. Und was da so passiert, das erfahren wir jetzt. Haha, gefunden! Wusste ich's doch. Das ist der Beweis, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Huch, Yoshi. Was suchst du dann einmal für diesen? Ja, das könnte ich dich eigentlich auch fragen, ne? Tja, langsam weiß ich selbst nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Oh, ist das kalt hier. Na, ich stelle jedenfalls Nachforschung zu ein paar Pokémon aus den Kronenschneelanden an. Es gibt nämlich Pokémon-Arten, die es vorziehen, fernab von Menschen zu leben. Für sie sind die Kronenschneelande natürlich wie geschaffen. Ich habe da eine Hypothese aufgestellt, weißt du? Sämtliche Indizien weisen darauf hin, dass sich hier drei legendäre Pokémon versteckt haben. Nimm doch mal diesen Fußabdruck da unter die Lupe. Der schützt nämlich meine Annahme. Okay. Du hast 2% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon beisammen. Eisenkern-Pokémon? Bitte was? Naja, meiner Hypothese zufolge halten sich die legeren Pokémon der Kategorie Eisenkern, Felsenhöhe, Fülle und Wiese hier in den Kronenschneelanden auf. Naja, Anhaltspunkte wie dieser da finden sich überall in dieser Gegend. Sobald ich alle Indizien beisammen habe, kann ich meinen Pokémon-Detektor einsetzen, um das Habitat der legendären Pokémon ausfindig zu machen. Doch dieser schrecklichen Kälte komme ich noch sehr schleppend voran. Du wirst sicher noch ein Wäldchen in den Kronenschneelanden, oder? Wärst du gut, bei der Anhaltspunkte zusammenzutragen, um mir zu überreichen? Ich würde dich natürlich auch dafür belohnen. Ich gehe in der Zwischenzeit ins Haus dort, um mich aufzuwärmen. Naja, nein, nicht ganz. Ich versuche natürlich mal nicht, um Nachforschung anzustellen. Ja, und zwar handelt es sich bei diesen Fußspuren um die gleiche Suche wie zum Beispiel bei den Diktas. Und zwar handelt es sich da um Viridium, Kobalium und Terrakium. Terrakium, das
Felsenhöhle, Viridium, das Pokémon der Wiese und das Eisenkern-Pokémon ist das Pokémon Cobalium. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst, welche Pokémon es sich handelt. Und zwar ist das das gleiche wie zum Beispiel bei den Diktas. Irgendwo in dieser Welt sind jeweils Spuren versteckt. Und zwar von jedem Pokémon mindestens 50. Es sind tatsächlich mehr Spuren als eben 50. Dementsprechend soll das kein Problem sein. Das heißt, wir suchen jetzt nach und nach Spuren der legendären 3. So, die sind natürlich überall versteckt, wie klar, wie das auch mit den Diktas war. Wir haben ja hier das erste gefunden. Ich hoffe, dass ich jetzt ohne Probleme weitersuchen kann. Und zwar muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen genauer umgucken. Da ist wieder eine. Und zwar von diesmal Viridium. Nochmal Viridium. Wieder Viridium. Da sind wieder Spuren. Die grünen sind übrigens Viridium. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Die sind ja alle farblich, also drei verschiedene Farben. Und wie gesagt, es gibt mehr Pokémon. Wie ist sie dann diese? 10%. 50 Stück brauchen wir. Ich check mich nur gerade mal hier so ein bisschen die Gegend ab. Ich hoffe, dass ich es ohne Probleme finde. Ah, also. Okay. Ja, da wir bis auf die letzten Folgen eigentlich alle Legis gepickt haben, also gefangen haben. Gibt es wieder ein Item? Klar, der Höhle, dazu haben wir jetzt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber. Nun ja. Gut, dann verfolgen wir weiterhin. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt hier ein bisschen für Viridium mit die Spuren sammeln. Aber es kann sein, dass wir auf andere Pokémon noch treffen. So, Bett des Giganten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir auch hier jetzt die Spuren finden. Oder ob die tatsächlich nur im Schnee zu finden sind. Kann natürlich auch sein, dass wir die echt nur im Schnee finden. Was irgendwo auch klar ist. Aber. Naja, schauen wir einfach mal. Oh, ein Nevoli. Die Frage ist, ob in der Stadt auch welche sind. Aber rein theoretisch, die bleiben ja weg von Menschen, haben sie ja gesagt, ne? Die bleiben ja weg von Menschen. Also dementsprechend würde ich was vermuten, dass diese Pokémon halt eben nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wie gesagt, wer weiß, wer weiß.
muss mich... Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen suchen hier. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber eigentlich müssten sie ja... in meiner Nähe aufzufinden sein. Ich vermute aber nicht, dass die im Gras irgendwo sind. Sondern wirklich immer auf dem... dem Schneefeld. So, ich finde zwischendurch natürlich auch wieder immer mal wieder irgendwelche Items. So. Jetzt ist hier vielleicht lang gelaufen, nee, ne? Hier waren wir doch aber eigentlich schon noch nicht. Ich muss natürlich jede Zeit alle Möglichkeiten ausloten. Hier waren wir schon. Zwischendurch. Ich meine, wir könnten mir natürlich immer mal wieder ein bisschen helfen zwischendurch. Nach dem Motto, ey, da hast du da was gesucht. Ich versuche immer so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Kann es aber natürlich nicht. Ey, ich habe dir doch vor 4 Folgen irgendwie gesagt, das und das. Ich lese zwar die Kommentare, krieg sie ja mit. Aber ich kann nicht immer wirklich sofort auf irgendwelche Sachen reagieren. Ich versuche es natürlich, klar. Aber wie gesagt, das versprechen kann ich es natürlich nicht. So, hier tauchen natürlich mal wieder Pokémon auf. Oh, die mag sich die, trägt sich die nicht, ne? Versuche natürlich auch diese Möglichkeiten auszunutzen oder auszuschließen. Ich weiß, Metallmantel, okay. Das sind Steine, ne? Also ich weiß, dass wir auch ein bisschen in den Höhlen gucken sollen. Nidoking. Hä? Ist die Hechte wirklich im Schnee? Ich meine, rein theoretisch wäre es ja logisch, ne? Es wäre ja... vom Logischen her. Wenn sie wirklich nur im Schnee auftauchen würden. Natürlich hier alles mit dann. Items, wenn ich sie noch nicht sehe, ich werde nicht immer danach suchen. Aber gerade unter den Bäumen. Findet man natürlich immer mal wieder welche. So, hier oben könnten wieder neue sein. Könnten. Aber wie gesagt, hier ist ja wieder Schnee, ne? Habe ich mittlerweile auch schon wieder komplett wieder alles übersehen. Aber ich lote mir gerade wieder ein bisschen meine Möglichkeiten aus, um halt
wieder welche zu aufzuspüren. Gut, hier sind wir ja. Öfter schon mal gewesen. Da werden wir jetzt erstmal noch nicht reingehen. Das kann doch nicht sein. Dass ich jetzt gerade gar nichts mehr finde auf Anhieb. Wir gehen wieder die ganzen wilden Pokémon auf den Nerv. Das ist mal der gleiche Mist, den grün ist. Gut, in den Höhlen könnten wieder natürlich welche sein. Soll! Aber das ist, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Scheinbar. Scheinbar gibt es keine mehr. Es sind auf jeden Fall mehr als 50 pro Pokémon. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, selbst wenn ihr jetzt einiges überseht und verpasst, dass wieder neue kommen. Ich weiß nicht, ob die dann respawnen, wenn wir zum Beispiel jetzt mal wieder aus der Welt rausgehen. Aber ich denke, so ähnlich wie bei den Diktas. Vermutlich nicht. Was gesehen gerade? Ich versuche jetzt, wie gesagt, ich versuche mal wieder auf dem Boden welche zu finden. Also ich versuche wirklich darauf zu achten. Ich weiß halt nicht, ne? Hab jetzt wieder irgendwo auf dem Boden, hier wie zum Beispiel hier, Erde oder festgetretene Pfade, dass hier welche Spuren auftauchen. Hab ich das? Ich kann es auch nicht ausschließen. Aber ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich versuche es immer mal wieder zu finden. Also ich muss gerade mal zwischen den Stock, weil diese Steine, die hier so am Boden rumliegen, die irritieren auch ziemlich. Da denke ich mir, jo, du hast wieder mal was gefunden. Und ich sage, ah, fuck. Wieder welche Steine. Sehen auf dem Weiter mal so ein bisschen aus. Aber die Frage ist halt mal. Ah, okay. 18%. Also doch. So zwischendurch zumindest mal. Scheinbar sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu Viridium oder beziehungsweise bei Leichtstein. Da sind wieder welche. Wie ist ein Pokémon? Okay, scheinbar müssen wir hier ein bisschen zwischendurch mal suchen, weil scheinbar scheinen die doch so relativ leicht zu finden zu sein. Wir müssen sie halt nur aufspüren, weil ich muss mir zwischendurch einfach mal Leuchtespuren finden. So, also hier ist es auf jeden Fall lang gelaufen. So.
Na? Hier sind wieder welche. 24%. Also wir haben jetzt ein Viertel von den Spuren. 26%. Vielleicht kriegen wir es... Obwohl, ich krieg's heute wahrscheinlich nicht noch hin. So. Also das ist hier runtergelaufen. Da sind wieder welche. Da ist aber auch ein Nidoran. So. Ja, das interessiert mich gerade. So, da weiß ich, da habe ich gerade welche noch gesehen. Und zwar hier. Jetzt sind wir bei 28%. Ich gucke mich mal gerade noch mal genauer um. Okay, schau mal nicht. Aha, also gut. Dann wissen wir auch zumindest Bescheid, dass es wohl die Pokémon, beziehungsweise die Spuren, auch auf dem normalen Untergrund gibt. Metallkraut. Okay, dann sind die zumindest deutlich... ein Gyarados. Dann sind sie zumindest deutlich... abzuheben. Vom normalen... Boden. Aber ist das hier nicht weitergegangen ist? Komisch. Glas Honig. Glas Honig will ich jetzt gerade nicht nehmen. Da sind wieder Spuren. 30%. Entschuldigung. Also wir haben jetzt ein Drittel. Ja gut, aber trotzdem würde ich mal sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann suchen wir weiter Fußspuren für Viridium.